Yoga-Übung, habe ich gesagt. Da wir immer so komisch rumstehen und nicht, also so ein bisschen haben wir Verdrehung, aber so der Rumpf selber, der wird nicht so bis aufs Chi wecken, ja? Aber man kann dieses Rumpfbewegen auch vorbereiten, ist nichts Besonderes, ist nur so ein leichtes nach vorne. Das einzige Besondere ist, dass man sich seine Aufmerksamkeit daran lenken kann, den Rücken unangestrengt gestreckt sein zu lassen. Ja. Das ist nicht so einfach. So langsam wieder aufrichten. Also wenn ihr das, da ist ja nicht viel zu begreifen, ja. Macht euch das so angenehm, wie es geht. Man kann das auch mit ausgestreckten Beinen machen. Also mit nach vorne, ne, wenn ihr wollt. Ist ja auch alle möglichen, man könnte auch einseitig und so. Ne. Also am besten ist es eigentlich auf einem Stuhl, ne, einem ohne Polster, wo man die Sitzhöcker dann spürt. Ja. Und das ist auch schon wieder was Besonderes. Ihr wisst ja, worum es geht. Ne? Nach vorne abbeugen und wieder nach oben kommen. Egal. Versucht verschiedene Beinstellungen, wie es angenehm ist. Und wenn ihr merkt, ihr wollt jetzt vorne bleiben, dann bleibt vorne. Also man kann auch so in so einer Stellung einfach mal entspannen. Ich weiß nicht, der Ansatz ist bei mir ein bisschen anderer, weil ich davon ausgehe, dass man jetzt nichts erreichen muss. Man bleibt bei diesen Übungen eigentlich sein ganzes Leben. Von daher muss ich jetzt nicht schnell Gas geben und irgendwas erreichen, sondern wenn ich merke, so fühlt sich das jetzt heute ganz gut an und ich möchte jetzt nur so bleiben, dann bleibe ich so. Entspanne ich so und fertig. Aber das ist eine Geschichte, wirklich das Vorwärts-Rückwärts. Und das Rückwärts kann man übertreiben, indem man Rundrücken macht, die Schultern löst. Genau. Das ist ein richtig schlaffen Sack. Aber so, dass es angenehm ist. Ne? Achtet auf euren Rücken, dass ihr da drin federn könnt nach hinten. Geht auch ein bisschen nach hinten. Weil dieses Rumspielen ist das Wichtigste daran. Ne? Das geht mir im Yoga zu schnell unter. Weil das Ganze, ihr müsst das so machen. Okay. Ja, sondern einfach ein bisschen hinterher. Also es gehört auch mit dazu. Ne? Also ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links. Dann, deswegen ist es auf dem Stuhl gut, jetzt gibt es noch die andere, also dann sind die Beine einfach nach unten abgewinkelt, die Hände sind auf den Knien auf dem Stuhl und dann kann man nach vorne gehen, so eine Brust öffnen, aber da achtet auf den mittleren Rücken, das ist ganz wichtig. Und dann wieder zurück in diese Schlaffposition, aber nach hinten. Und auf dem Stuhl merkt man dann die Sitzhöcker. Ja. Und das Gute ist, man kann dann erinnern, memorieren, diese Hüftstellung. Ja, weil das geht gar nicht anders. Also die ist jetzt nach unten nach vorne, das ist das, was wir beim Gehen brauchen.
und jetzt quasi mehr hier vorne öffnen und ungeheuer Obacht geben auf diesen mittleren Rücken, da wo eigentlich der Ribcage, der Brustkasten ansetzt. Ne? Da am Brustkasten ist die Wirbelsäule ziemlich starr, ein bisschen beweglich, und genau der Wirbel, wo es rausgeht aus dem Brustkasten, der ist sehr belastet. Die beiden reichen, glaube ich, für heute. Testet das mal auf dem Stuhl mit dem Rumspielen. Dass das nicht so eine steife Abfolge ist. Jetzt machen wir noch die daoistische Atemübung für Faule. Gar nichts. Also ihr wisst, in welche Richtung es gehen soll. Also es gibt beim Pranayama gibt es so, und hast du nicht gesehen. Ne? Also was ich übernommen habe, ist dieses leicht getrennte Lippen, ein bisschen vom Trompeteratem beim Ausatmen. Am Anfang ohne einen Zeitgeber oder sowas ein Boxatem, das heißt also die gleiche Länge einatmen, gleiche Länge Pause, gleiche Länge ausatmen, gleiche Länge Pause. Wenn man ein bisschen zu aufgeregt ist, braucht man nur wissen, länger ausatmen, aber behaltet die Pausen bei und genießt die Pausen. Und dann, es kommt auch vom Yoga, es wäre gut, das ist eine Intention, wir strengen uns da nicht an, das Flaschenatem, also es wäre gut, wenn der Bauch ein bisschen rauskommt, dass man den Gürtel öffnet, dann der Brustkasten sich weitet und dann sogar ein bisschen oben und dann wie eine Flasche ausleeren von oben, Mitte, unten. Also es ist die Intention, so einen Flaschenatem aufzubauen. Und ganz wichtig ist eben, das Lernen umzudrehen. Anstatt zu sagen, ich muss jetzt das so und so hinkriegen, zu, ich mache jetzt gar nichts. Hey, das hat sich gut angefühlt. Das war jetzt mehr frei. Ah, super. Teste ich ein bisschen aus. Also man merkt dann eigentlich durch so positive Effekte, dass die Richtung stimmt. Also eine positive Verstärkung. Das ist viel wichtiger. Weil das Lernen anscheinend 10 bis 100 Mal schneller auf die Art Weise geht. Es macht mehr Spaß, ist weniger anstrengend und das Schlimme ist, es geht auch noch schneller. Das Schwierigste ist, glaube ich, die Aufmerksamkeit immer wieder zurückzubringen. Ihr könnt ja weiter atmen.